Guten Tag, mein Name ist Bormann. Ich bin von Beruf Lehrer und ich wünsche allen eine schöne, besinnliche Adventszeit. Allen. Ja, mal raus aus dem Hamsterrad. Mal Schluss mit dem weiter so. Mal einfach mal unterbrechen und... Tja, das gilt auch für mich, deswegen gibt es ein bisschen weniger an Videos wie sonst, ne? Ja, ich bin auch mal ein bisschen faul jetzt. Ich genieße jetzt einfach mal diese Zeit, die so ein bisschen melancholisch ist. Mal alles nochmal so durch den Kopf gehen lässt, was denn die letzten Jahre da so passiert ist. Wo einem so durch den Kopf geht, wie es wohl in 2024 weitergehen könnte. Wo man dann denkt, die Totgespritzten werden nicht wieder auferstehen. Die Krankgespritzten kämpfen zum Teil mit dem Leben und tragen lebenslange Schäden davon. Die Warner stehen immer noch vor Gericht und müssen sich anhören, sie würden irgendwas verharmlosen oder Widerstand leisten oder irgendeinen Quatsch halt, mit dem man sie versucht zu kriminalisieren. Und die, die die Verbrechen veranstaltet haben, stehen immer noch nicht vor Gericht. Ja, das sind alles Erkenntnisse, die schleppen viele Leute aktuell mit sich herum. Und ich habe die Hoffnung, dass das in 2024 anders wird. Dass die Aufklärer sich durchsetzen können. Dass das, was wir seit 3 Jahren hier sagen, dass diese sogenannte Corona-Wissenschaft keine ist, dass hier fahrlässig gearbeitet wurde, dass sich hier an grundlegende Standards nicht gehalten wurde, dass das endlich mal beim Namen genannt wird, und zwar von der Mainstream-Presse, von den Öffentlich-Rechtlichen, dass wenigstens mal der Versuch unternommen wird, sich zu entschuldigen. Aber es kann keine Entschuldigung geben ohne vorherige Aufklärung. Es kann keine Entschuldigung geben, wenn die, die vorsätzlich zum Schaden von Menschen gehandelt haben, nicht vor Gericht landen. Nie wieder. Nie wieder Corona-Faschismus. Und auch keinen anderen. Die ganzen Märchen, die man uns hier auftischt, sind demokratiegefährdend. Und ich bitte die Mainstream-Medien, endlich anzufangen, sich an den Pressekodex zu halten. Endlich wahrhaftig zu berichten. Endlich die Wahrheit zu berichten. Am besten. Die gibt's nicht. Jeder hat seine eigene. Kann ich mich nicht mit anfreunden. Es gibt ein Weltwissen, welches man nicht steuern sollte durch eine KI-Elite, die das löscht aus Big Data, was sie nicht sehen, nicht hören wollen, und die dann irgendwas vorgibt von Koronismus, Klimatismus, Ukrainismus und sonst wie was, was sie sich gerade einfallen lassen. Und die Folgen davon sind immer Unfrieden, Spaltung, Steuergelder an die Reichen, Ausplünderung der Armen, völlige Rücksichtslosigkeit untereinander. Tja. Und jeder Krankenwagen, den ich hier im Hintergrund höre, erinnert mich genau daran. Und ich möchte, dass das jetzt endlich aufgearbeitet wird. Ich möchte, dass ich jetzt endlich als Zeuge vor Gericht stehe und nicht als Angeklagter. Ich möchte, dass die Corona-Verbrechen aufgeklärt werden. Soll ich es nochmal sagen? Ich wünsche euch allen eine schöne, besinnliche Adventszeit. Dass ihr euch wirklich mit allen Leuten trefft, dass ihr allen Leuten zuhört. Und wenn wieder jemand anfängt zu etikettieren und sagt, du Corona-Leugner,
Dann frag doch einfach zurück, was meinst du denn damit? Ich kann damit nichts anfangen. Und wenn dann wieder keine Antwort kommt, dann sagst du einfach, siehst du auch nicht. Schöne Adventszeit.